Erklärung haben. Genau, eigentlich will man gar nicht eine Aufklärung haben, sondern die Aufklärung, die bereits vorliegt, dass die endlich auch nach außen getragen wird. Das kann doch kein normaler Mensch mittlerweile noch vermitteln, wenn er nicht wirklich debil ist, dass sie nicht in der Lage sind, innerhalb von diesen Monaten diese Zusammenhänge nicht schon längst aufgeklärt zu haben, und sie wissen offenbar nicht, wie sie es dem Volk jetzt beibringen sollen. Und ich finde, es ist ein wirkliches Armutszeugnis, wenn die Washington Post und die britische Times diese Gespräche, diese Diskussionen, diese Aufarbeitung anregen müssen, während in Deutschland nichts dergleichen passiert. Normalerweise müssten riesengroße Arbeitsgruppen gebildet werden, klärt diesen Terrorakt auf. Normalerweise müsste Tag und Nacht geforscht und untersucht werden und so lange recherchiert werden, bis man der Wahrheit auf der Spur ist. Denn es ist ja klar, Andreas, wenn man einen Täter gefunden hat, dann muss doch die Tat auch geahndet werden. Natürlich muss das geahndet werden. Das gehört vor einem Gericht, wahrscheinlich sogar vor einem Kriegsgericht, denn das ist ja eine kriegerische Handlung, die ja als Terrorakt letztendlich läuft. Aber grundsätzlich müsste man jetzt auch erwarten von einem Bundeswirtschaftsminister. Übrigens zur Erinnerung, der Bundeswirtschaftsminister sollte die Aufgabe haben, sich um die Unternehmen und um die Betriebe in Deutschland zu kümmern, um die Wirtschaft zu kümmern. Nur noch mal zur Erinnerung, das könnte in Vergessenheit geraten sein durch den derzeitigen Bundesminister für Wirtschaft, den wir gerade haben. Denn der müsste doch in Anbetracht dieser gigantischen Insolvenzwelle, dieser gigantischen Pleitewelle, dieser gigantischen Arbeitslosenquote, die durch den Terroranschlag gegen den deutschen Mittelstand durch die Sprengung dieser Gaspipelines der russischen Nord Stream 1 und 2 zustande gekommen sind, dass hier um Aufklärung nachgefragt wird und auch Druck aufgebaut wird. Ja, und hier wird ein westlicher Analyst, der nicht namentlich genannt werden wollte, ebenfalls zitiert, der zugegeben hat, dass er von den wenigen Informationen, die bisher von den Ermittlern zur Verfügung gestellt wurden, überrascht war. Er wird wörtlich zitiert mit diesen Sätzen: Dies war ein großer Angriff auf die Infrastruktur. Es ist seltsam, dass wir so wenig erfahren haben. Ja, und weiter heißt es, der Kreml habe jegliche Andeutungen, dass er seine eigenen Pipelines ins Visier genommen hätte, vehement zurückgewiesen und die Anschuldigungen als dumm und absurd bezeichnet. Und, so heißt es hier in der Times weiter, einige westliche Beamte scheinen dem zuzustimmen. Es wird angenommen, dass die deutschen Ermittlungen bisher kaum Fortschritte gemacht haben, da die Beamten noch keine zwingenden Beweise gefunden haben. Die Times geht jedoch davon aus, dass sie für Theorien offen sind, die Deutschen, dass ein westlicher Staat den Bombenanschlag verübt hat, um in Russland in die Schuhe zu schieben. Andreas, da ist natürlich auch Musik drin, wenn hier heißt, dass die Times davon ausgeht, dass Deutschland für Theorien offen ist, dass ein westlicher Staat dahinter steckt. Ich meine, die Zitate, die wir bis jetzt gehört haben, gehen ja schon auch in die Richtung, aber wir hören noch einiges mehr. Naja, und das wäre auch nicht der erste große weltweite Terrorakt, der die Welt mehr oder weniger bewegt hat, der im Prinzip aufgrund von eines Angriffes unter falscher Flagge gelaufen ist. Das wäre ja nicht das erste Mal, auch in diesem Jahrhundert nicht und auch in den vorherigen Jahrhunderten nicht. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass so etwas stattfindet. Und hier muss man ja sehen, wie ist die Gemengelage, wo liegen die Interessen und wer hat die Motive? Und daraus lässt sich relativ einfach ein Bild zusammenstricken. Das allein ist für uns nicht neu. Neu ist es, dass es die Times ganz klar artikuliert, und zwar in der maximalen Klarheit, die sie zur Verfügung hat im Rahmen ihres Mainstream-Daseins. Wir dürfen nicht vergessen, die dürfen ja auch nicht so reden, wie sie wollen, sondern sie gehen eben halt an das Maximum, was geht. Und ich finde, das ist eine Offenbarung der Situation dieses Terroraktes, die wir noch nicht gehabt hatten in den Medienlandschaften. Mir fällt da ein Satz ein von Gabor Steingart, dem Top-Journalisten aus Berlin, der ja auch für den Fokus schreibt. Und wir hatten das neulich ja hier in einem seiner Aufsätze, den wir hier durchgearbeitet hatten, gelesen. Da hatte er sinngemäß gesagt, der Westen führt Krieg gegen Russland
Und die USA gewinnen ihn. Also, und vielleicht hängt das ja doch ein bisschen mehr zusammen, als man sich das eingestehen möchte. Die Times schreibt, 23 Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter aus 9 verschiedenen westlichen Ländern hätten kürzlich gegenüber der Washington Post erklärt, dass sie noch keine Beweise für eine Verbindung zwischen Russland und dem Anschlag sehen konnten. Und einige von ihnen haben klar geäußert, dass Russland nicht die Schuld trage, jedenfalls aus ihrer Sicht. Einige hätten sich gefragt, warum Moskau die Pipelines überhaupt in die Luft gesprengt haben sollte, wo doch der Kreml Milliarden in den Bau von Nord Stream investiert hat. Hast du ja auch immer als Argument angeführt, dessen Hauptaktionär ja der russische Energieriese Gazprom ist. Und das Projekt verschaffte Moskau außerdem einen stetigen Strom von Einnahmen und erhöhte gleichzeitig die Abhängigkeit Europas von Russland im Energiebereich. Gazprom, wird hier erläutert, schaltete Nord Stream 1 nach Beginn des Krieges ab, was weithin als Versuch gewertet wurde, Kiews europäische Verbündete unter Druck zu setzen. Nord Stream 2, das 2021 fertiggestellt werden sollte, wurde nie in Betrieb genommen. Russland könnte jedoch seine eigene Pipeline in die Luft gesprengt haben, sagt man, um Instabilität in Europa zu erzeugen. Gut, das haben Sie jetzt noch ordnungsgemäß auch noch mit eingebaut. Aber unterm Strich gesehen halten wir fest, die Times kommt zu dem Schluss, es gibt keine Beweise gegen Russland und es gibt keine Motive, die für Russland sprechen. Es gibt aber sehr viele Motive für den Westen und es gibt offenbar, das kann man zwischen den Zeilen lesen, viele Anhaltspunkte, dass es auch der Westen war. Ich meine, die Absurdität im Prinzip, den unwahrscheinlichsten Täter, da die größten Ermittlungsarbeiten reinzustecken, zeigt ja schon, dass hier eine tendenziöse Grundhaltung bei der Ermittlung stattfindet und niemand Interesse hat an der Wahrheit. Aber die Wahrheit kommt jetzt hoch und die Times macht hier aus meiner Sicht eine weitere Tür auf, vielleicht auch in Absprache mit anderen Medienanstalten. Ich weiß nicht, ob sie das so ganz alleine alles so regeln, weil sie merken, sie kommen nicht mehr drum rum. Das Problem ist, sie wissen wahrscheinlich nicht, welche Story sie jetzt bringen sollen, warum man das getan hat. Da wird es dann nämlich ganz schön eng. Sie zitieren den ehemaligen Direktor des Deutschen Auslandsnachrichtendienstes, August Hanning, der Ende letzten Jahres argumentiert hatte, dass neben Russland auch mehrere andere Länder ein Interesse an der Abschaltung der Pipelines gehabt haben könnten. Er nannte die USA, die Ukraine, Polen und Großbritannien und sagte wörtlich, sie alle haben ihre Gründe. Alle 4 Länder sowie die baltischen Staaten waren gegen die Nord Stream 2 Pipeline, weil sie befürchteten, dass die Bewaffnung der Energielieferungen durch den Kreml den politischen Einfluss Russlands in Europa zu einer Zeit verstärken würde, in der sich die Beziehungen zwischen Moskau und dem Westen auf einem Tiefpunkt nach dem Kalten Krieg befinden. Und hier heißt es weiter, Russland hat jedoch keine Skrupel, die Schuldfrage zu stellen. Im Oktober beschuldigte Moskau die britische Royal Navy, die Explosionen durchgeführt zu haben. Das britische Verteidigungsministerium erklärte, Moskau gehe mit falschen Behauptungen epischen Ausmaßes hausieren, um seine Bürger von den Versäumnissen seiner Armee auf den Schlachtfeldern der Ukraine abzulenken. Also wir sehen, es werden hier auch beide Seiten beleuchtet und auch die möglichen Motivationen, die werden hier auch genannt. Wir dürfen einen Punkt auch nicht vergessen. Die Motivlage liegt bei USA natürlich ganz besonders, weil USA ist das am höchsten verschuldete Land der gesamten Erde. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Zweitens, unter Joe Biden, nachdem er ja unter fragwürdigen oder diskussionswürdigen Umständen das Präsidialamt dann von Herrn Trump übernommen hat, sind die wirtschaftlichen Aktivitäten massiv eingebrochen und die USA stehen oder standen regelrecht vor einem Staatsbankrott. Das ist nicht ganz neu, dieses Thema, sondern das ist schon öfters gewesen. Und genau in dieser Situation im Prinzip bekommt jetzt USA erst einmal ihr LNG-Gas zu extrem überteuerten Preisen an Europa verkauft. Und zweitens, ihre Rüstungsindustrie ist extrem nach oben geschossen, um jetzt eben halt der Ukraine
um die Ukraine zu unterstützen oder offiziell eben halt zu helfen. All diese Dinge sprechen eben halt für eine Verlängerung des Prozesses der USA, irgendwie aus dieser dramatischen Wirtschaftslage wieder rauszukommen. Hier liegt eine gigantische Motivlage. Und wenn wir dann sehen, beispielsweise nochmal, dass ein Larry Fink eben halt dort vom BlackRock ganz aktiv mit in diesen Investitionsgütern der Rüstung und auch dieser ganzen Energieformen eben halt mit involviert ist, auch mit dem Staatspräsidenten Zelensky sogar in direktem Kontakt steht, dann erkennt man hier eben halt noch eine weitere Motivlage. Wir dürfen uns nicht zu sehr nur von der militärischen Situation ablenken lassen. Die Motive liegen auch